Der einzige Grund, den ich mir jetzt vorstellen könnte, warum ich wirklich so lange damit ist, dass ich ja noch mit Benzinsimulation fahre und die lieben von Comicflare gesteuerten Spieler hier, die fahren ja ohne Benzinsimulation, also die fahren eigentlich mit einem Tank, der mal gerade für fünf Runden drin hat oder so. Wieder zu langsam, na, noch immer 15,5 Sekunden. Natürlich hätte ich auch noch eine Rückblende eventuell verwenden können. Hab das aber mal nicht gemacht. Und da sind wir natürlich jetzt so weit hinten, dann hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, gut. Ich lenke vollkommen ein und der Wagen schafft sich noch die Kurve rein. Das ist wieder recht interessant. Gut, das wäre schon mal das. Was mir jetzt mal gerade so spontan aufgefallen ist, ist, dass die Grassi... Ferrari bereitet einen Boxenstopp vor. Einer ihrer Fahrer kommt rein. Ja, dass selbst sogar die Grassi schneller fährt als Nico Rosberg, der auf Platz 1 ist. Liegt in Führung. Okay, gut, das war knapp. Da dachte ich, da fliege ich jetzt hier komplett ab. Eingang noch gerettet, gerade so. Na gut, einreiten mit gleich zwei oder drei Fehlern mache ich lieber als 10 Rennen mit Fehlern. Senna liegt etwa 5 Sekunden vor dir. Setz ihn unter Druck. Ja, ob ich das mal schaffe, an Senna jetzt ranzukommen. Ich denke mal, ohne diesen scheiß Bordstein, wenn ich hier auf diesen, ich sag's jetzt mal, in diesem Spiel, diese Klasse, blöde Bordstein. Das war eine neue schnellste Runde. Ist auf jeden Fall schon mal eine schnellste Runde gefahren, wenigstens etwas. Ich
Noch zwei Runden verbleiben jetzt, um wenigstens nicht letzte zu werden. Oh mein Gott, was für eine Vorstellung. Hier gerade zu sehen. Zumindest für mich. Ah, jetzt weiß ich. Oh, ich bin auch so ein Dummbart. Ich habe auch gar nicht das Setup eingestellt, fällt mir gerade. Das würde zum Beispiel erklären, warum ich so derbe langsam bin gerade. Ah, ich bin auch so ein Idiot. Ich vergesse mal das Setup richtig einzustellen. Du kommst näher an Senna ran. Du nimmst ihm ein paar Sekunden pro Runde ab. Das erklärt natürlich alles. Ich habe vergessen, das Setup wieder einzustellen. Ah. Wieder wird auf dieses scheiß Mittelding eingestellt. Okay, warum jetzt dieser Hammer-Leck hier schon wieder alle? Nochmal, Alter, was ist denn jetzt hier los? Gut, das Rätsel ist gelöst. Wir haben eine langsame Fahrweise heute. Das Setup steht auf Standard-Setup. Da kann man natürlich nichts reißen. Und mit dem richtigen Setup wäre man nachher, glaube ich, nochmal, glaube ich, so gute 1,5 bis 2 Sekunden schneller, aber das ist nicht der Fall heute gewesen. Deswegen plus Platz 20 für mich. Yippie, yay. Du bist zwar weit abgeschlagen, aber wenigstens bist du ins Ziel gekommen. Wir sehen uns in der Garage. Na, das klingt dann nicht sehr schön. Kamui hat wenigstens noch einen Punkt gerettet für uns. Und ich bin abgerutscht auf Platz 5. Kobayashi 10. Weber führt in der WM und jetzt liegen wir schon knapp in 30 Punkte zurück. Okay, 4. in der Teamwertung. Und im Monaco muss das eben halt alles wieder besser werden, ne? Und ja, ansonsten ist man sicherlich nicht unbedingt sehr zufrieden heute mit mir. Werde 8. ja. Das habe ich nicht geschafft. Geht trotzdem. Nein, nicht wirklich. Schade. Und noch Interviews. Jetzt kommen bestimmt wieder dumme Fragen. Mal schauen, was jetzt kommt. Ist das Team zufrieden mit dem Verlauf des Wochenendes? Ja gut. Dann müssen Sie das Team Sie fragen. Sie bisher in dieser Saison eine großartige Form. Glauben Sie, dass Sie dadurch den Erwartungen des Teams gerecht werden können? Ich glaube, wir sind mit uns hier in absolutem Soll. Das ist eindeutig zufrieden. Sie haben in den letzten Wochen alles getan, um ein siegfähiges Auto zu bauen. Sind Sie zufrieden mit der harten Arbeit, die das Team leistet? Natürlich sind wir sehr zufrieden damit. Ja, das war's vom großen Preis von Spanien aus Katalonien.
Und das nächste Mal, ich will gar nicht hingucken. Ich will gar nicht hingucken, geht's nach Monte Carlo, Monaco. Und ich hasse dieses Rennen einfach bloß. Ich hasse es dermaßen. Eigentlich ist es noch schlimmer als Spanien, weil ich in Monaco mindestens doch einmal mehr den Frontflügel verlieren werde als in Spanien. Also, bis dann. Euch noch eine schöne Zeit mit den Videos und auf jeden Fall, wir sehen uns. Tschüss.